Wasser hier unterwegs im M3 mit Mario hinter der Kamera und hinter uns ist der Sofien extra aus Siegen hier nach Nürnberg gekommen, beziehungsweise erstmal nach Neuendettelsau zum Klaus bei Aulitzki Tuning und hat sich die Abgasanlage machen lassen. Ein Hardmod hat es gegeben. Wir sind schon sehr gespannt, wie das klingt. Fahren jetzt, wie gesagt, mal kurz in die Stadt, wollen da noch ein Käffchen trinken oder auf ein kurzes Helles. Und da vorne kommt dann auch schon der erste Tunnel. Und wenn da nicht die Feuerwehr jetzt hier so Alarm machen würde, würde ich euch versprechen, dass es geil wird. Heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur mit dem M, weil wir unterwegs sind, sondern wir haben heute die 1000 Abonnenten gepackt, Leute, jawohl. Und da möchte ich mich nochmal herzlich bei euch bedanken. Ich habe 3,5 Jahre darauf hingearbeitet und die letzten Monate auch immer mit tatkräftiger Unterstützung. Und heute haben wir es endlich geschafft. Das ist schon mal jetzt eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt hört euch einfach mal den Sound an. Also ich muss sagen, das klingt verdammt gut, oder? Weil du ja gerade gesagt hast, hier, ne, Kameramann, dass es nicht so toll war, wo ihn angelassen hat. Aber ich finde, das war richtig, richtig kräftig, knackig, gefällt mir. Und hat sich definitiv gelohnt, denke ich, für die Fahrt. Und ich glaube, der Knabe ist auch sehr zufrieden. Hat mich damals auf Facebook angeschrieben, auf unserer Florus Channel Facebook-Seite, und hat einfach mal gefragt, hey, wie sieht's denn aus, wo hast du deinen Sound her, ja? Und ich habe ihn natürlich dann gleich mal zum Klaus geschickt, der wie immer super Arbeit geleistet hat. Jedenfalls, ja, was ist denn los hier? Jedenfalls kann ich das jetzt damit wieder nur bestätigen. Warte, ja. So, kommt er hinterher, ja. Und ja, ich sag mal, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das klingt geil. Und ja, zurück zum Thema. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art 1000 Abonnenten Special. Noch nichts Besonderes. Die richtig geilen Videos kommen erst noch. Aus gegebenen Anlass hat sich das alles ein bisschen verzögert mit dem Special. Aber das ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Also kommt alles noch. Dafür jetzt halt so einen kleinen Vlog oder wie man sagt. Und dann haben wir natürlich gleich die Chance ergriffen und hier den Sofien mit eingepackt. Sehr korrekter Typ übrigens. Extra hier mit seiner Freundin und mit seinem Kumpel aus Siegen gekommen. Ja, ist euch ja bestimmt ein Begriff. Ich denke, wo ist es in der Nähe? Ist es bei Dortmund irgendwo? Kann es sein? Oh, Entschuldigung, also ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich glaube, also es sollte im Ruhrpott sein irgendwo, oder? Also zumindest Nordrhein-Westfalen. Wenn es nicht stimmt, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ja, wie gesagt, also ich bin echt happy. Der Mario hier auch und alle, die mitgeholfen haben, die uns unterstützt haben. Egal ob Freunde, Familie, Bekannte, Freundinnen, Partner und alles Mögliche einfach. Ja. Es hat viel Arbeit und Zeit gekostet, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und heute war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, wofür wir das machen. Und so soll es auch weitergehen. Ich hoffe, dass noch weitere 1000 oder mehrere 1000 Folgen werden.
So kann der Kanal auch wachsen. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, ein paar Leute ins Boot geholt, die wirklich tatkräftig mit anpacken, auch dauerhaft. Und da schauen wir jetzt eben, wie wir das machen und strukturieren. Also der Kanal wird sich auf jeden Fall verändern. Ja? Also natürlich im positiven Sinne. Und es wird mehr Content geben, aufwendigere, bessere Videos, verschiedene Genres. Ja? Also ich sag mal Reviews, Testfahrten, ja auch guck mal, also richtig geile Imagefilme. Aber natürlich auch die üblichen Soundvideos und Events und Vlogs und alles mögliche drum und dran. Wir werden auch wieder vielleicht ein bisschen in die Richtung spotten gehen, ja, dass wir auch mal euch andere schöne Autos hier in Nürnberg, ganz Deutschland oder Europa oder auf der ganzen Welt vielleicht sogar zeigen und näher bringen. Wir werden häufiger Ausflüge machen. Wir sind jetzt eben seit ein paar Wochen auch auf Facebook sehr aktiv. Könnt ihr euch gerne mal die Seite anschauen und würde uns sehr freuen, wenn ihr da ein Like da lassen würdet, also ein Gefällt mir. Haben da jetzt wie viel? 317. 317 Gefällt mir Angaben in kürzester Zeit, also es, da waren wir sehr überrascht, das freut uns natürlich mega. Wäre cool, wenn es so weitergehen würde. Ja, also ist es ja so, seit diesem Wochenende, das muss man auch dazu erwähnen, danach komme ich zum nächsten Thema. Da hat sich in der Welt ein bisschen was verändert. Natürlich hat sich schon viel, viel länger davor auch vieles verändert, weil Paris, Stichwort sagt euch wahrscheinlich gleich alles, war natürlich nicht das erste oder einzigste, was in der Welt hier an Scheiße los ist, ja. Wo man wirklich einfach nur die Hände über den Kopf schlagen kann und wirklich nur heulen kann, ja, weil man sagt, wie scheiße ist es manchmal, diese Welt, was für Menschen gibt es, ja. Aber ihr dürft eben nicht vergessen, dass es, egal wie schlimm das jetzt in Paris war und um Gottes Willen, wir sind da wirklich auch mit zutiefst getroffen irgendwie. Ja? Das ist ja nicht einfach mal hier, wo ein Mörder rumläuft, ja? Was natürlich auch schlimm genug ist. Sondern da wurde ein Massaker veranstaltet und das im Namen Gottes. Also das könnt ihr wen anders erzählen, aber sowas ist sicherlich nicht in seinem Sinne. Ja, es gibt genug Leid auf der Erde, egal ob es Naturkatastrophen sind, Kriege oder sonstige, ja, Anschläge und Terrorismus und Mord und Vergewaltigung und alles Mögliche auf der ganzen Welt. Und das darf man eben nicht vergessen. Es gibt nicht nur Paris, sondern wirklich, das ist überall die Kacke am Dampfen. Und man kann wirklich nur hoffen und beten, dass es irgendwann mal besser wird. Oder dass wirklich vor allem die Großen, ja, die Mächte, ja, egal ob die Vereinigten Staaten von Amerika oder Russland, ja, die ja da auch sehr viel eigentlich dagegen machen, aber eben auch vor allem Europa, ja, dass sie da endlich mal was machen dagegen. Ja, also ist jetzt kein Thema natürlich unbedingt für dieses Video, aber man muss es mal sagen und es sollte erwähnt werden, weil es einfach leider Gottes allgegenwärtig ist. Jedenfalls war der 13.11. ein sehr trauriger Tag, obwohl es mein Geburtstag war. Und das hat natürlich die ganze Stimmung getrübt. Ja, aber trotzdem möchte ich euch erzählen, was es auch für gute Menschen gibt auf der Welt. Ich bin heute früh in die Arbeit gekommen, ins Büro. Meine Kolleginnen haben mich überrascht, ja, zum Geburtstag. Haben mir einen richtig schicken M-Kalender, BMW M-Kalender für 2016 geschenkt. Super toll. Eine coole BMW-Tasse. Habe ich noch so ein Samsung Galaxy S6 Hardcase bekommen. Auch hier M4 auch am Start. Und dann auch noch Gutscheine. Ich glaube 80 Euro oder so. Von BMW On Demand, also BMW-Welt. Autos ausleihen, ja, zum Beispiel i8 etc. Ja. Süß mit seinem Diesel. Und da habe ich mich mega gefreut drüber, ja. Und ich bin noch nicht so lange in diesem Büro oder überhaupt in München in der Arbeit und trotzdem wussten alle genau, ja, was mir gefällt, was ich mag und brauche. Und das hat mich sehr gefreut. Das sind wirklich sehr herzliche Menschen an der Stelle.
möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, falls Sie es sehen. Und auch wenn nicht, muss es trotzdem gesagt werden oder will ich es trotzdem sagen. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich kann euch dann später das noch ein bisschen zeigen in dem Video. Jetzt parken wir einfach mal hier, das passt ganz gut. Und jetzt halt gehen wir erstmal ein Käffchen trinken oder einen kurzen Radler. Und dann, hätte ich gesagt, sehen wir uns anschließend wieder. Und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß beim Video.